Im Jahr 2013 wurden rund 21% mehr politisch motivierte Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern registriert. Mehr als zwei Drittel davon im rechtsradikalen Bereich. Dies gab Innenminister Lorenz Kaffier am Donnerstag bekannt. Grund für die höheren Zahlen sei einerseits, dass mehr Taten aufgeklärt werden konnten und andererseits die Bundestagswahl im letzten Jahr. Während Wahlen werden generell mehr politisch motivierte Straftaten, zum Beispiel Beschädigung von Wahlplakaten, begangen. Deshalb wird auch für das Wahljahr 2014 eine vergleichsweise hohe Zahl erwartet. Zwei Drittel der Tatverdächtigen sind Wiederholungstäter und rund 37% von ihnen jünger als 21 Jahre. Ein hoher Wert. Gleichzeitig steigen offenbar Bemühungen der Rechtsradikalen um Nachwuchs, sei es über Konzerte, online oder mittels sonstiger Propaganda. Ein Grund zur Besorgnis? Also besonders erregend sehe ich nicht, aber ich sehe, dass wir uns sehr intensiv mit diesen Phänomenbereichen befassen müssen, dass wir Instrumentalien, Mittel und Wege finden müssen, dass wir zum Beispiel die Diskussion beenden, ob soziale Netzwerke nur da sind für Leute, die nur positive Gedanken haben, sondern in sozialen Netzwerken bewegen sich halt auch Leute, die über kriminelle Handlungen nachdenken, die politisch motivierte Kriminalität begehen. Und insofern müssen wir als Staat auch dafür Sorge tragen, dass solchen Tätergruppen im Zweifelfall das Handwerk gelegt wird. Das Internet erleichterte zudem sogenannte Hasskriminalität, zu der fremdenfeindliche und antisemitische Straftaten gezählt werden. Auch hier sei ein Anstieg verzeichnet worden. Als positive Entwicklung wurden neben der höheren Aufklärungsquote in fast allen Bereichen auch der deutliche Rückgang im Bereich Gewaltdelikte angesprochen.